aus dem Slotenwechsel über unseren Gästen aus Wuppertal. Sascha Schünemann ist bei uns, 3:0 gewinnt der WSV hier am Flingerbräuch. Sascha, du hast 90 Minuten durchgespielt, die erste Halbzeit konträr zur zweiten Halbzeit, zumindest was die Tore angeht. Wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen? Ja, wir sind super ins Spiel gekommen. Ich glaube, wir hatten Düsseldorf von Anfang an im Griff, haben gut den Ball laufen lassen, hatten viele Aktionen. Aus meiner Sicht müssen wir es vor dem Tor noch besser ausspielen, dann gehen wir früher hier in Führung. Dann mit der gelb-roten Karte, ist natürlich dann für uns noch besser. So konnten wir den Gegner noch mal hinten reindrücken, haben, glaube ich, kaum was zugelassen. Und ja, erste Halbzeit war richtig stark von uns, außer halt, dass wir das verpasst haben, das Tor zu machen. Die haben wir dann halt in der zweiten Halbzeit gemacht und ich denke, unterm Strich auch verdient gewonnen. Verdient gewonnen, sagst du. Was wir aber verloren haben heute, sind zwei wichtige Spieler. Thjom Uphoff ist gerade auch mit Eis auf dem Knie vom Feld gegangen und Peter Schmerz musste ausgewechselt werden. Inwiefern wiegt das jetzt sehr schwer, auch für die nächste Zeit, wo man ja auch nochmal punkten muss? Ja, erstmal freue ich mich natürlich erstmal über den Dreier. Das ist natürlich wichtig, dass wir Punkte sammeln. Jetzt müssen wir abwarten, wie es bei Peter und bei Opa aussieht. Zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison. Immer mal wieder verletzte Spieler auch dann über einen längeren Zeitraum. Pino war heute auch nicht dabei. Müssen wir abwarten, was da rauskommt. Ich hoffe, dass die spätestens am Wochenende, nächste Wochenende wieder fit sind und dass wir jetzt weiter auf Punktejagd gehen können. Wir sind gut in die englische Woche gestartet und das zählt. Kurzer Verletzungsblock, auch du bist noch nicht hundertprozentig fit. Wie sieht es bei dir gerade aus? Du kannst ja mit Schiene spielen. Genau, ich war jetzt noch eine Weile draußen. Für mich war es heute auch das erste Spiel, dann noch über 90. Zum Glück haben wir zum Ende schon 3:0 geführt, sodass man dann ein bisschen mit Auge spielen kann. Ich brauche natürlich auch diese Spielminuten, weil Spiele ist was anderes als Training. Und ich hoffe, dass ich jetzt die zwei Tage erstmal Beine hoch und dann geht es Dienstag wieder voll los und dann, ja. Mittwoch geht es weiter und Spiel für Spiel. Und so tut es mir dann auch gut, wenn ich die Minuten bekomme. Und ich hoffe natürlich, der Mannschaft helfen zu können. Dortmund ist ja jetzt auch die Mannschaft, die am Mittwoch ins Stadion am Zoo kommt, auch eine zweite Mannschaft. Haben wir heute im Prinzip schon die Vorbereitung gesehen für nächsten Mittwoch? Oder wie schätzt du die Zweitvertretungen hier in der Regionalliga West gegeneinander ein? Boah, schwer zu sagen. Also in der Tabelle steht Dortmund 2 natürlich besser da als Düsseldorf 2. Wir müssen halt wie heute von Anfang an da sein und wir haben jetzt am Mittwoch, wie gesagt, ein Heimspiel, da müssen wir die Fans probieren auch wieder mitzunehmen und dann ja wieder den Spiel unser Stempel aufdrücken und dann, wir haben Qualität in der Mannschaft, das haben wir immer wieder gesagt, wir müssen es bloß halt abrufen und dann sieht man, was auch bei rumkommen kann und wir müssen genau am Mittwoch genau da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben und dann, glaube ich, haben wir auch eine gute Möglichkeit, die 3 Punkte im Zoo zu lassen und dann mal gucken, wie es in der Tabelle aussieht. Vielleicht haben wir dann schon den Klassenerhalt geschafft. Und die Sicherheit spätestens nach dem Spiel am Mittwoch, dass der WSV auch in der kommenden Saison in der Regionalliga spielt. Danke, Sascha Schünemann. Kenan Dünnwald-Turan hier nach dem 3:0 des WSV am Flingerbräuch. In der obersten Schublade bei dir im Küchenschrank, ist da ein Dosenöffner? Und wenn ja, warst du das heute? Der ist bei uns in der unteren Schublade, nicht oben. Gut, gute Info. Das hat halt alles gepasst heute. Ne? Die Mannschaft hat gut gespielt, wir haben gut gearbeitet, hatten ein bisschen Pech, hatten auch viele Chancen. Und dann kommt man rein, fällt wie es fällt und ja, heute hat es geklappt auf jeden Fall. Lass uns aber trotzdem nochmal über die Art und Weise reden, wie die Tore gefallen sind. Das kann man nicht wegdiskutieren. Heute sehr kuriose Tore auf jeden Fall. Bei dem ersten Ball, beschreib das mal aus deiner Sicht, wie das Tor gefallen ist.
Wenn ich mich recht erinnere, kommt von der rechten Seite ein Diagonalball mäßig. Und ich sehe, dass der Uppe nicht ganz rankommt. Sag ihm auch, lass durch. Spekuliere, dass er vor den Torwart hinfällt. Der Torwart geht zum Ball mit beiden Händen. Ich gehe mit dem Kopf dahin. Er will ihn fangen und ich köpfe seine Hand an. Kann er nicht viel machen. Dann kommt er wieder runter und landet halt auf meinem Fuß und ich schiebe ihn dann ein. Und beim zweiten Treffer, Ball gegen den Rücken vom Torwart, wenn ich das von dort oben richtig gesehen habe. Bei Hage das Tor, meinst du? Genau, bei Hagemann das Tor. Und bei dem dritten Tor ja auch etwas kurios, was du da geschossen hast. Geht ja dann auch etwas durch die Hände quasi. Ja, also ich bin halt reingelaufen in die Lücke, habe einen guten Pass bekommen, habe nach innen gezogen und ja, dann einfach aufs kurze Eck abgezogen. Ich sag ehrlich, ich weiß gar nicht, was der Torwart wieder reingegangen ist. Also er war jetzt... Ist, glaube ich, durch die Hände gegangen, ja, kann man schon sagen. Ja. Trotzdem 3-0 ist ein relativ deutliches Ergebnis in der ersten Halbzeit. Die rote Karte, dann auch die lange Überzahl. Hat man sich dann in der zweiten Halbzeit für die gute Leistung in der ersten Halbzeit einfach belohnt? Wie würdest du das sehen, auch wo du die erste Halbzeit ja von außen gesehen hast? Ja, auf jeden Fall. Es war halt ein Spiel, ich muss sagen, es hätte auch in beide Richtungen gehen können. Am Ende war Düsseldorf auch stärker, aber wir waren am Anfang feldüberlegen und deswegen haben wir uns auch belohnt am Ende. Zwei Tore hier im Spiel, was nimmt man sich fürs nächste Match vor? Ja. Treffen. Immer treffen und gewinnen. Das Wichtigste ist gewinnen. Perfekt. Gute Ansage. Danke, Kenan Dünnwald-Turan. Danke.